Grüß Gott, Ihnen, die Sie heute noch erschienen sind. Worum wird es heute gehen? Erstmal kleiner Hinweis, Sie haben vielleicht von Artikel 13 gehört. Das ist durchaus auch für so Vorlesungsvideos relevant, weil ich hatte selber schon Probleme mit Videos meiner Veranstaltung auf YouTube wegen Copyright Flag und so weiter. Also informieren Sie sich. So, dann jetzt aber inhaltlich. Es geht noch mal kurz weiter zur elementaren Kombinatorik. Da fehlen uns noch so ein paar ganz wesentliche Fälle. Und ich versuche, die ja, an so zwei verschiedene Modellen anzuführen, auf die man eigentlich dann relativ viele oder eigentlich fast alle Abzählprobleme auch zurückführen kann. So, das soll dann eigentlich auch schon reichen in der Kombinatorik. Also kombinatorische Optimierung oder sowas machen wir nicht. Es geht dann weiter mit dem Peano-Axiom und der vollständigen Induktion. So, also geschicktes Zählen Teil 3, Urnenmodelle und Teilchenfächermodelle. Habe ich gerade schon gesagt, manchmal ist das ganz hilfreich, wenn man eine konkrete Aufgabe, die man vorliegen hat, versucht, in eines dieser beiden Modelle zu überführen. Die sind beide so ein bisschen unterschiedlich, aber letztlich kombinatorisch äquivalent. In dem einen Fall denkt man sich so eine Urne, also irgendein Gefäß, wo man halt normalerweise, ohne zu gucken, was man da rauszieht, Kugeln rauszieht. In der Urne sind immer n Kugeln drin, also n irgendwie Objekte. Und es geht immer darum, S-Kugeln herauszuziehen. Aber es gibt verschiedene Regeln dafür, wie man die rauszieht. Zum Beispiel legt man, nachdem man eine Kugel, die da rausgenommen hat, die wieder herein. Ist die erste wichtige Frage. Und die zweite wichtige Frage ist, wenn ich die herausgezogen habe, spielt eigentlich die Reihenfolge, in der ich die herausgezogen habe, eine Rolle oder ist das egal? Also tue ich so, als hätte ich die mit einem Griff rausgezogen. Und nahezu analog ist eigentlich dieses Teilchen-Fächer-Modell. Da sagt man, ich habe n Fächer, also so Schubfächer oder irgendwas, und in die verteile ich jetzt S-Teilchen. Ja, Socken oder Kugeln, woran Sie halt am liebsten denken. Und jetzt ist die Frage, sind diese Objekte, die ich da reinschmeiße, kann ich die voneinander unterscheiden? Also sind das verschiedenfarbige Kugeln zum Beispiel? Oder kann ich die nicht unterscheiden? Ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, passt in jedes Fach immer nur genau eine Kugel herein? Oder passen in das Fach unter Umständen mehrere Kugeln herein? Und man kann dann zeigen, dass das jeweils entsprechenden Fällen in dem Urnenmodell entsprechende Fälle in dem Teilchen-Fächer-Modell entsprechen. Aber wenn man jetzt irgendein Problem hat, das gar nichts mit Uhren und gar nichts mit Teilchen-Fächern zu tun hat, ist manchmal leichter, sich das mit dem Uhrenmodell vorzustellen und manchmal ist leichter, sich das mit dem Teilchen-Fächer-Modell vorzustellen. Deswegen erkläre ich einfach beide. Und dann kann man sich das quasi aussuchen. Fangen wir mal an. Also Uhrenmodell, was wir schon kennengelernt haben letztes Mal, aber ihm noch keinen Namen gegeben haben, war Variationen mit Wiederholung. Also zum Beispiel die Ziehung von S-Kugeln, also das wäre immer die Ziehung von S-Kugeln aus einer Urne mit N-Kugeln. Okay, hatte ich eh gesagt, dass das immer dasselbe ist. Diesmal mit Wiederholung. Also wenn ich die Kugel gezogen habe, lege ich die wieder zurück in die Urne und kann die dann beim nächsten Mal nochmal wieder ziehen. Und die Reihenfolge ist wichtig. So ein Beispiel dafür wäre die Geheimzahlen auf Ihrer EC-Karte. Ja, da können Sie sich das so vorstellen, Sie hätten 10 Kugeln, auf den Kugeln steht 1 bis 10 drauf und jetzt ziehen Sie da 4 raus und natürlich ist das so bei der EC-Karte, wenn die erste Ziffer 3 ist, kann die zweite Ziffer aber trotzdem 3 sein. Bankomatkarte sollte ich in Österreich sagen. Okay, aber das hat Sie hoffentlich nicht verwirrt. Also ich ziehe ein zweites Mal raus, da kann die Ziffer trotzdem wieder die 3 sein. Wenn ich also mit Kugeln, jetzt stellen Sie sich vor, da säße einer in der Sparkasse, der würde quasi mit so einer Urne ihre persönliche Geheimziffer auslösen. Da müsste der die Kugeln nach jedem Mal wieder reinlegen. Und natürlich ist die Reihenfolge wichtig. Also Sie können Ihren PIN nicht einfach rückwärts eingeben. So, also deswegen ist klar, Sie sind in diesem Fall drin. Mit zurücklegen, weil die Ziffern können doppelt vorkommen und Reihenfolge muss beachtet werden, weil die vorderste Ziffer, also quasi die Tausender-Ziffer, ist eine andere als die Einer-Ziffer, ist eine andere als die Hunderter-Ziffer und so weiter. So, und das ist der Fall, wenn das so ist, immer Ziehung von S-Kugeln aus einer Urne mit N-Kugeln, mit Wiederholung, mit Beachtung der Reihenfolge, dann hat man N hoch S-Möglichkeiten.
N ist immer die Anzahl der Kugeln und S ist die Anzahl der Ziehungen. Oder allgemein hatten wir die letztes Mal auch Alphabetaufgaben genannt, ein festes Alphabet, in diesem Fall 10 Ziffern und S mal wird daraus ausgewählt, wobei Wiederholungen vorkommen dürfen. So, das kann man auch im Teilchen-Fächer-Modell aufschreiben. Dann hätte man S-Teilchen. Das wären in diesem Fall bei Ihrer EC-Karte die 4 Ziffern. Und derjenige in der Bank, der würde das so machen, der hätte so hier so ein Schubfach, wo steht 1 bis 10. Und jetzt lässt der quasi die Kugeln da reinfallen. So, jetzt dürfen in ein Fach durchaus mehrere Kugeln fallen, weil man kann ja zweimal die 3 haben bei seiner Ziffer. Und die Reihenfolge ist natürlich wieder wichtig. Also die Kugeln sind unterscheidbar. Auf der ersten Kugel steht meinetwegen, das wird die Tausenderziffer. Auf der zweiten steht, das ist die Hunderterziffer. Auf der dritten steht, das ist die Zehnerziffer. Und auf der vierten steht, das ist die Einerziffer. Jetzt werden die in diese 10 Fächer fallen gelassen. Und nachher guckt man, wo liegt T, wo liegt H, wo liegt Z, wo liegt E. Also die Objekte, die man da reinwirft in die Fächer, sind unterscheidbar. Und ein Fach darf aber mehrfach vorkommen. Unterscheidbare Teilchen, Mehrfachbelegung möglich, dann ist man auch in dem Fall N hoch S. Man kann das auch mengentheoretisch aufschreiben, die Menge aller geordneten S-Tupel. Ein S-Tupel, also es gibt ein 2-Tupel, das nennt man auch Paar, und es gibt ein 3-Tupel, das nennt man auch Trippel, das sind 3 Zahlen, und ein 4-Tupel sind dann 4 Zahlen. Und Tupel im Unterschied zu Menge, da ist immer wichtig, wie die Reihenfolge ist. Also 4, 4, 2, 1 ist was anderes als 1, 2, 4, 4. Bei einer Menge würde man ja sagen, das ist eigentlich dasselbe. So, da ist das dann so. Jetzt machen wir das mal am Beispiel, S ist 2, weil dann kann man das auch gut grafisch darstellen. Wir nehmen mal an, unsere Menge hätte 4 Elemente und aus der sollen jetzt 2 Elemente herausgezogen werden. Naja, wie stellt man 2 Tupel normalerweise dar? In einem Koordinatensystem. Das heißt, für den Fall, dass S 2 ist, können Sie das sich immer denken als die Anzahl der Gitterpunkte. Wenn man jetzt S ist gleich 3 hatte, kann man sich es auch noch ganz gut vorstellen, dann ist es die Anzahl der räumlichen Gitterpunkte. Und hier sieht man auch, also Doppelbelegungen können vorkommen. Zum Beispiel haben Sie den Punkt 3, 3, der wäre in der Auswahl drin. Und logischerweise hat man hier genau 4 mal 4, also 4 hoch 2 solcher Punkte. Wenn es jetzt räumlich wäre, hätte man 4 hoch 3. Und im Vierdimensionalen, im Grunde genommen, würde es dann so weitergehen. Aber das kriegt man halt optisch nicht mehr auf die Reihe. So, jetzt kommen wir zum nächsten Fall. Variation ohne Wiederholung. Das bedeutet eigentlich genau dasselbe Modell mit der Urne. Ich ziehe da wieder raus, aber jetzt ist das so, der Bankangestellte hat quasi vergessen, die Kugel immer wieder reinzulegen. Dann habe ich natürlich beim ersten Mal immer noch meine N-Möglichkeiten, beim zweiten Mal aber nur noch N-1 und so weiter und so weiter. Und bei N-S+1 höre ich auf. Warum bei N-S+1 und nicht bei N-S? Ich brauche ja genau S-Faktoren. Also ich ziehe da S mal raus, das heißt, ich habe meinetwegen zweimal, dann habe ich einmal N. Und das zweite Mal ist N-1, dann habe ich aber schon 2 Faktoren. Und wenn ich 3 rausziehe, habe ich N-1, N-2, habe ich also 3 Faktoren, da hört es auch schon auf. Ne? Zum Beispiel 10 mal 9 mal 8 für die Möglichkeiten. Deswegen N-S+1. Jetzt kennen Sie da auch eine andere Schreibweise vielleicht für. Wir hatten ja gesagt, wenn man bis zum Ende zieht, also bis zur Zahl 1, dann hat man genau N-Fakultätmöglichkeiten. Und man kann dann mit Erweitern zeigen, dass es eben gleich N-Fakultät durch N-S-Fakultät. Also jetzt, wenn ich zum Beispiel gesagt hätte 10 und 4, dann könnte ich auch sagen 10 Fakultät geteilt durch 4 Fakultät. Das ist auch in Ordnung, so kann man das schneller ausrechnen mit dem Taschenrechner, wenn der nicht gerade zufällig diese NPR-Taste hat, die genau dasselbe macht. Nur bei sehr großen Zahlen kann das halt unter Umständen zu Problemen führen. Wenn dieses N sehr groß ist und das S relativ klein, dann haben Sie da 2 sehr große Fakultäten, die durcheinander dividiert werden. Und das kann dann Berechnungsprobleme ergeben. Wenn Sie zum Beispiel wenn Sie einfach nur nehmen 100 über 2,
dann würden Sie ja rechnen, 100 Fakultät geteilt durch 98 Fakultät. Die meisten Taschenrechner können 100 Fakultät gar nicht mehr anzeigen. Aber Sie können jederzeit sagen, ja, das ist ja eigentlich nur 100 mal 99. Ja, das kann jeder Volksschüler ausrechnen. Deswegen ist eigentlich die linke Formel wichtiger als die rechte, wo das so als Bruch geschrieben ist. Und zumindest für die praktische Berechnung. So, jetzt wollte ich aber sagen, was hat das Uhrenmodell mit unserer EC-Karte zu tun? Habe ich eigentlich schon gesagt, EC-Karte mit lauter verschiedenen Ziffern. Wenn Sie das verlangen, haben Sie für die erste Ziffer 10 Möglichkeiten, für die zweite 9 und so weiter. Jetzt kann man immer sagen, könnte ich nicht auch hinten anfangen? Ja, wird aber aufs selbe rauskommen. Dann haben Sie für die hinterste 10 Möglichkeiten, dann haben Sie aber für die nächste wieder nur 9. Das ist irgendwie egal. Und wenn man sich das aufschreibt gleich, wird es zumindest im Fall 2 auch relativ klar, wieso das egal ist. So, und auch das können wir uns im Teilchen-Fächer-Modell überlegen. Offensichtlich haben wir wieder 10 Fächer, ne, wo unsere Zahlen 1 bis 10 draufstehen. Wir haben wieder unsere, meinetwegen, 4 Kugeln oder mal 4 Zettel oder so, die Sie da reinlegen. Auf denen steht Tausender, Hunderter, Zehner, Einer. Aber diesmal ist es so, Sie dürfen nicht 2 Kugeln in dasselbe Fach legen. Wenn die 8 einmal ausgewählt worden ist, dann liegt da eine Kugel drin, dann geht da keine weitere rein. Wenn die 8 meinetwegen die Tausenderziffer ist, dann ist das erledigt. Dann muss jetzt die Hunderterziffer woanders reingehen. So, also das ist, in diesem Modell würde man sagen, S-Teilchen auf n Fächer, unterscheidbare Teilchen. Also ich kann erkennen, ob das Tausender, Hunderter, Zehner oder einer Ziffer ist. Aber ich darf nichts mehrfach belegen. Dann ist das immer der Fall n mal Punkt, Punkt, Punkt mal n minus s plus 1. So, auch das kann man versuchen, für den Fall 2 zumindest grafisch sich anzuschauen. Das sind dann die Menge aller geordneten, erstmal mengentheoretisch ist das immer, die Menge aller geordneten S-Tupel mit lauter verschiedenen Elementen. Also Sie haben immer noch, wenn Sie S gleich 2 haben, ein Paar. Wenn Sie S gleich 3 haben, 3 Zahlen. Wenn Sie S gleich 4 haben, 4 Zahlen. Aber es ist eben so, dass die lauter verschiedene Elemente haben. Also da kann nicht zweimal dasselbe auftauchen. Wenn wir das jetzt mit Gitterpunkten machen, wieder in der Ebene, das sind die geordneten Paare mit verschiedenen Elementen, die sehen so aus. Und da sieht man schon so in dieser Art, wie ich das aufgeschrieben habe, 1, 1 geht nicht, ne? Hat ja nicht verschiedene Elemente, aber 1, 2 geht und so weiter und dann geht das so weiter. Und dann 4, 4 geht auch wieder nicht. Und genau die Diagonale fällt raus. Und wenn man das grafisch darstellt, ist das auch genauso. Also es sind eben genau wieder die Gitterpunkte in diesem 4x4-Raster. Aber die Diagonalpunkte kann man nicht erreichen, weil die hätten ja 2 gleiche Ziffern als Koordinaten. Jetzt kann man noch überlegen, wie wird das im Raum weitergehen. Okay, die Diagonale wäre weg. Aber zum Beispiel wäre jetzt, wenn das jetzt die 1er-Ebene ist, dann wären auch, das sollte ich wieder hier zeigen, dann wären auch diese 3 Punkte nicht zulässig, weil da würde ja stehen 1, 2, 1 zum Beispiel. Oder da würde stehen 1, 3, 1, 1, 3, 4. Das heißt, es fällt hier weg einmal die Diagonale, wenn Sie sich das so als Würfel denken. Und in jeder Ebene fällt eine Zeile auch noch weg. Und dadurch kommt dann genau dieses 4 mal 3 mal 2, weil Sie haben in jeder Ebene dann nur noch weniger Dinge, die belegt sind. So, wie kann man das berechnen? Rekursiv, sehr umständlich in GeoGebra. Das zeige ich jetzt auch, glaube ich, gar nicht. Aber es geht mit einer Tabellenkalkulation. Wieder, wie ist die gemacht? Also ich habe Ihnen da so eine Tabelle, die können Sie sich zu Hause mal angucken, hingegeben. Da können Sie hier angeben das S, N und hier können Sie angeben das S. Und jetzt ist das einfach so, ich habe hier eine Spalte, die zählt runter, bis ich bei dem Punkt n minus s plus 1 angekommen bin. Und das wäre jetzt hier 9. 12 minus 4 plus 1 ist 9. Und danach schreibe ich immer 0. Und hier hinten nehme ich jetzt immer die Mal. Also hier steht 12, da ist noch nichts mal genommen. In der nächsten Zeile steht 11 mal 12, in der nächsten steht 10 mal 11 mal 12, der nächste steht Dings. Und dann weiß ich, dass das n mal minus s plus 1, das ist dann die letzte Zahl, die hier steht, also quasi das Maximum, bevor da immer 0 steht. So habe ich das da gebastelt. Geht allerdings sehr viel leichter, natürlich sowas zu bauen, wenn man jetzt nicht auf eine Tabellenkalkulation angewiesen ist, sondern das so macht, also in jeder beliebigen Programmiersprache, das ist jetzt halt nur mal in Python geschrieben, wäre das ja einfach so, naja, n und s gebe ich an. Jetzt sage ich, okay, ich fange mal bei 1 an zu zählen.
Und ich sage, das U, wo ich aufhören muss, das ist das N-S. Wenn ich da angekommen wäre, dann wäre ich schon eins zu weit. Und jetzt sage ich einfach, die Schleife läuft so lange, wie das N noch größer als dieses N-S ist. Und die nimmt einfach das bestehende V, was am Anfang 1 war, immer mit dem N mal. Ich könnte das jetzt auch zeigen, aber bei dem hier ist das nicht so spannend. Nachher zeige ich mal eins live. Das mit Binomialkoeffizienten, das erweitern wir mal live so, dass uns das ganze Pascalsche Dreieck dann auch anzeigt und nicht nur einen Binomialkoeffizienten. Das ist ja langweilig. Bislang haben wir allerdings noch kein Modell kennengelernt. Wir hatten jetzt das N hoch S und das N mal N minus 1 und so weiter für das klassische Lotto, S aus N. Meines Wissens ist die Österreich-Variante 6 aus 45. Die Deutschland-Variante ist 6 aus 49. Das liegt einfach daran, dass es in Deutschland ein bisschen mehr Menschen gibt. Da muss man halt noch mal 46 und so weiter rechnen, weil das dürfen ja immer nur gewisse Gewinne vorkommen. Und je größer dann das Land ist, je höher muss man dann natürlich gehen. So, jetzt, was ist das für ein Modell? Das ist eigentlich sehr naheliegend, das im Uhrenmodell zu machen. Ne? So funktioniert das ja. Ne? Da bläst da irgendwas die Kugeln und da kommt immer eine nacheinander raus. Das ist die Ziehung von S-Kugeln aus einer Urne. Da kommt zwar nacheinander eine raus, aber die Reihenfolge ist letzten Endes wurscht, in der die Kugeln gezogen wurden. Es ist nur wichtig, welche Kugel gezogen wurde. Also könnte man auch sagen, man könnte die Spannung etwas senken, aber das ganze Verfahren beschleunigen, indem man die mit einem Griff rausnimmt. So, ohne Beachtung der Reihenfolge und offensichtlich auch ohne Wiederholung. Sie können ja nicht zwei Kreuze auf die 6 machen auf Ihrem Lottoschein. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Da merken Sie auch schon, das Ankreuzen aus dem Lottoschein muss natürlich genauso viele Möglichkeiten haben wie das Modell mit der Ziehung mit der Urne. Und wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, Sie würden den Lottoschein so machen, dass Sie 1 bis 49 nebeneinander malen, 45, dann hätten Sie ja genau das Teilchen-Fächer-Modell. Sie legen sozusagen 6 Kreuze in die Fächer rein. Und gemacht wird es dann aber mit der Urne. Da sehen Sie ganz schön, dass die beiden Modelle komplett analog sind. So, wir beginnen jetzt aber mal mit dem einfachen Fall 2 aus 4. Wie kriegt man das raus? Durch Zurückführung auf bereits bekannte Modelle. Wir tun einfach mal so, als wüssten wir nicht, dass die Reihenfolge nicht wichtig ist. So, und dann kennen wir das eigentlich schon. Dann sagen wir, okay, das ist ja wieder die Zahl der geordneten Paare. Also ich habe bei dieser Urne 4 mal 3 Möglichkeiten. 4 für die erste Kugel, 3 für die zweite Kugel. So, und die stehen jetzt alle da. Aber von diesen sind immer 2 analog. Wieso 2? Ja, sagen Sie, sieht man doch, aber wir müssen uns das ja allgemein überlegen, wie es jetzt wäre, wenn 6, 7 oder 8, 9, 10 Kugeln sind. Naja, das sind ja jetzt die Möglichkeiten, 1 und 2 zum Beispiel auf 2 Plätze anzuordnen. Und das sind genau die Permutationen. Also im ersten Schritt haben wir dieses N mal N minus S plus 1. Dann haben wir aber die Reihenfolge berücksichtigt und jeder einzelne Fall taucht dann genau S-Fakultät mal auf. S-Fakultät ist in diesem Fall halt sehr einfach, ist 2, weil 2-Fakultät ist ja 1 mal 2. Gut. Und das schreibt man dann noch allgemein hin. Allgemein für eine n-elementige Menge. Erstens Anzahl geordneter S-Tupel mit verschiedenen Elementen bestimmen. Das hatten wir schon. Dann Zahl der möglichen Anordnung jedes Tupels. Genauso oft ist jetzt jede Möglichkeit gezählt worden. Und deswegen muss man das dadurch dividieren. Und so kommt dann diese Formel zustande. Und dieser Formel gibt man dann eben ein eigenes Zeichen. Das ist dieses N über S. So, jetzt kann man auch diese Formel natürlich wieder mit N minus S Fakultät mal nehmen. Noch. Dann hat man die Darstellung, die Sie vielleicht auch kennen, N-Fakultät geteilt durch S-Fakultät mal N minus S-Fakultät. Die wieder zum Eintippen in blöden Taschenrechner ganz günstig ist, aber wieder das Problem hat, dass wenn die Zahlen groß werden, die Genauigkeiten ein Problem machen. So, also hier steht das nochmal, bezeichnet wird das Ganze als Binomialkoeffizient. Warum das so heißt, machen wir vielleicht gleich noch, aber ist Ihnen wahrscheinlich auch bekannt. Binomiale Leersatz, erweitern mit N minus S, liefert die häufige Form, habe ich auch gerade gesagt. Und jetzt gucken wir uns das vielleicht mal an mit der Stellenzahl. So, da habe ich nämlich hier einmal definiert, ein N-Fakultät. Das hier ist das Algebra-Fenster. Hier oben sehen Sie 46 Fakultät im CAS-Fenster. Und wenn ich jetzt hier das mal ändere und sage, das N ist
auch mal 49, aber Sie sehen schon da, dass das in beiden nicht dasselbe ist. Ich glaube so. Dann sehen Sie da genau das, was ich Ihnen letztes Mal erzählt habe. Die Zahl 49 Fakultät und schon auch schon 46 Fakultät ist so groß, dass die mehr als 15 von 0 verschiedene Ziffern hat. Und unten ist sozusagen die Eingabe, die Sie bei GeoGebra in dem Algebra-Fenster stehen. Da stimmt dann die Anzahl der Stellen, aber es gibt nur 15 Stellen, an denen was stehen kann, was nicht 0 ist. So, das heißt, da wird schon gerundet. Oben sehen Sie, da sind auch hinten viele Nullen, aber es sind halt mehr Stellen als 15, an denen eigentlich keine Null steht. So, und wenn Sie jetzt hingehen und teilen das durch N-S-Fakultät, dann kriegen Sie unten im Algebra-Fenster was anderes raus als im CAS-Fenster, nämlich was Falsches, weil da massiv gerundet worden ist. Und deswegen ist das eigentlich nicht clever, mit diesem Bruch N Fakultät geteilt durch S-Fakultät mal N-S-Fakultät für große Zahlen, das zu berechnen. Da ist es viel besser, man berechnet das rekursiv. Also man zählt von dem N runter und man zählt von dem S rauf und teilt quasi das, was man bei dem N runtergezählt hat, geteilt das, was man bei dem S raufgezählt hat. Selbst wenn Sie sowas sehr, sehr Großes nehmen, 105 über 3. Ich kann das im Kopf rechnen. Ich brauche da keinen Taschenrechner für, weil ich weiß, das ist ja einfach drei Faktoren oben. 105 mal 104 mal 103, ja ganz im Kopf kann ich es doch nicht, aber fast. Und unten steht 3 mal 2 mal 1, weil das ist immer so. Also oben wird einfach 3 runtergezählt und unten wird 3 raufgezählt. Und wenn da 6 stehen würde, wird oben 6 runtergezählt und unten wird 6 raufgezählt. So, und das, jetzt müssen Sie nur gucken, das ist auch noch ein Satz, den wir kennenlernen. Eine dieser drei Zahlen ist auf jeden Fall durch 3 teilbar. Bei 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist immer eine dabei, die durch 3 teilbar ist. Ist auch immer eine dabei, die durch 2 teilbar ist. Die durch 2 sieht man direkt. Das ist die 104, das ist wohl 52. So, jetzt müssen wir noch gucken. 1 plus 5 ist 6. Und Sie haben vielleicht mal die Regel gelernt, wenn eine Quersumme durch 3 teilbar ist, ist die Zahl auch durch 3 teilbar. Also müssen wir das 105 durch 3 teilen. Ja, ich sag mal, das ist 35, weil 35 plus 35 ist 70. Und dann nochmal 35 ist 105. Also steht hier 35 mal 52 mal 103. Okay, das kann ich jetzt nicht mehr im Kopf. So, da müsste ich zumindest schriftlich multiplizieren. Aber Sie sehen, da braucht man jetzt keine 15 signifikanten Stellen für. Und das ist eben der Vorteil in der Rechenweise. Geht viel schneller, braucht viel weniger Rechenkapazität. So, dann gilt die Identität, steht da, die Summe der ganzen Binomialkoeffizienten über einem fixen n ergibt immer 2 hoch n. Da könnten wir uns jetzt extrem viel Stress machen und das mit vollständiger Induktion ausrechnen, dass das stimmt. Müssten wir die ganzen Dinge auflösen in diese N-Fakultät durch S-Fakultät mal N-S-Fakultät oder sowas. Und dann machen wir gar nicht. Das geht viel leichter, weil wir ja wissen, wofür die Dinger stehen. Wir wissen zum Beispiel hier, dass 2 hoch N, das ist ja die Anzahl der Teilmengen einer Menge. Hatten wir letztes Mal gesagt. Ja-Nein-Entscheidung für jedes Element der Menge. 2 hoch n Teilmengen. So, jetzt gucke ich mal auf die andere Seite. Es gibt genau eine Möglichkeit, kein Element aus der Menge herauszunehmen. Und es gibt genau eine Möglichkeit, n über n ist auch 1, alle Elemente aus der Menge herauszunehmen. Es gibt genau n verschiedene Möglichkeiten, n über 1, ein Element aus der Menge auszuwählen. N über 2 genauso. N über 2 ist die Anzahl der zweielementigen Teilmengen einer n-elementigen Menge. Weil, wieder, Sie können sich das wie Lotto vorstellen. Ne? Da packt einer die ganzen n-Elemente in eine Urne rein und jetzt zieht er zufällig 2 raus. Die Ziehungsreihenfolge ist offensichtlich egal, weil es sind ja Teilmengen. So, das heißt, hier werden einfach addiert einzeln die null-elementigen, die ein-elementigen, die zweielementigen bis die n-elementigen Teilmengen. Und hier steht sowieso, was die Anzahl aller Teilmengen ist, weil hier steht, so und so viele Ja-Nein-Möglichkeiten habe ich. Und deswegen gilt diese Identität. Und damit ist das schon bewiesen. Das ist, glaube ich, hilfreich für eine Übungsaufgabe. Da wird so etwas Ähnliches gefragt mit Männern und Frauen. So, das hängt da sehr eng mit zusammen.
So, und jetzt vielleicht auch noch für, ich hatte Ihnen versprochen, wir machen noch kurz den binomischen Leersatz. Ja, wo kommt der her? Naja, a plus b hoch n, da überlegt man sich das ja so, also das fängt ja immer an mit a hoch n, b hoch 0 plus, und dann steht hier a hoch n minus 1, also hier steht irgendein Faktor vor, mal b hoch 1. Ja, das, wenn man das hier anders hinschreibt, ich glaube, ich brauche nur eine Farbe, das ist ja einfach a plus b mal Punkt, 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 Punkt mal a plus b. Und das Ganze hat hier n Faktoren. So, so ist normalerweise die Potenz definiert. Und jetzt kennen Sie das ja, Sie müssen jedes Element jeder Klammer mit jedem Element jeder anderen Klammer multiplizieren. Jetzt überlegen wir mal, wie kommen wir auf das a hoch n? Ja, nur indem wir aus jeder Klammer das a auswählen. Sobald Sie aus einer Klammer das b ausgewählt hätten, also das a hoch n entsteht für den Fall, dass Sie bei den Klammern immer gesagt haben, ich nehme immer das a-Element mal dem nächsten a-Element und so weiter. So, dafür gibt es offensichtlich nur eine Möglichkeit, nämlich nie das b zu nehmen oder immer das a zu nehmen. So, aber das könnten wir eben auch schreiben als n über 0. Nie das b nehmen. Und jetzt geht das so weiter. So, also hier muss ich aus n minus 1 Klammern das a nehmen und aus genau einer Klammer das b nehmen. Und wenn ich insgesamt n Klammern habe und aus einer davon das b nehme, habe ich n über 1 Möglichkeiten. Ja, und das geht dann immer so weiter, bis hier hinten irgendwann steht n über n minus 1. Da steht der Term hinter a hoch 1, b hoch n minus 1 und dann kommt noch plus n über n. Da haben wir dann hier 0 gesagt und beim b haben wir gesagt n. Ja, so, daher kommt der binomische Leersatz. Aber es sind noch andere Sachen, die man daran ganz gut sieht. Es ist offensichtlich dasselbe, ob ich sage, ich nehme aus n minus 1 Klammern a oder ich nehme aus n minus 1 Klammern b. Also dies hier, das n über 1, muss dasselbe ergeben wie das n minus 1. Also da haben Sie sofort auch die Symmetriebedingung drin. Ob Sie sagen, ich ziehe alle bis auf eine Kugel aus der Urne heraus, muss offensichtlich dasselbe sein, wie wenn Sie sagen, ich lasse n minus 1 Kugeln in der Urne drin und nehme nur eine raus. Also das Argument kann man gleichzeitig auch benutzen, um zu sagen, naja, n über s muss immer dasselbe sein, wie n über n minus s. Weil es ist egal, ob ich sage, ich ziehe s-Objekte raus oder ich lasse s-Objekte drin liegen. Das kann nicht verschiedene viele Anzahlen haben. Wie soll das funktionieren? So, also das, jetzt haben wir mit dem Uhrenmodell haben wir uns mehrere Dinge klargemacht. Binomischen Leersatz haben wir bewiesen, Teilmengenformel haben wir bewiesen und die Symmetrieeigenschaft haben wir auch bewiesen. Also bewiesen, hergeleitet uns aus dem Uhrenmodell. Eine andere Anwendung, typische Anwendung, ist die Frage nach der kürzesten Wegen in einem Gitternetz. Also Sie sagen mal, Sie gehen hier los und das ist meinetwegen in Mannheim gibt es irgendwie so ein Straßennetz, was ziemlich so aussieht. Oder in Manhattan gibt es das auch. Und Sie überlegen jetzt, was ist der kürzeste Weg da von Punkt O nach Punkt B zu kommen. Ja, also wie funktioniert das? Jeder kürzeste Weg ist, wenn B x, y als Koordinaten hat, also x ist die x-Koordinate und y ist die y-Koordinate, dann kommt man da jedenfalls nicht kürzer hin, als dass man mindestens x plus y Schritte geht. Weil man muss x mal nach links gehen und y mal nach oben gehen. Was man sich entscheiden kann, ist, wann man nach oben geht. Also ich kann erst zweimal nach links gehen, dann gehe ich dreimal nach oben, dann gehe ich wieder zweimal nach links. Oder ich mache halt erst alle nach links gegangen und dann alle nach oben gegangen. Die Wege sind offensichtlich nicht verschieden lang, das sind alles kürzeste Wege. So, also es gibt x plus y ist der Weg immer lang. Und jetzt kann ich sagen, x mal, also nach jedem Schritt, den ich nach links gegangen bin, entscheide ich mich, gehe ich jetzt nach oben oder tue ich das nicht. Also muss ich insgesamt x mal muss ich das sozusagen auswählen, also
x plus y über x. Oder ich kann sagen, naja, ich gehe y mal nach oben und entscheide mich jedes Mal, gehe ich jetzt wieder weiter nach oben oder gehe ich jetzt ein zur Seite. Also ist das auch dasselbe wie x plus y über y. Aber das sollte Sie jetzt auch nicht überraschen, weil wir hatten ja gerade schon gesagt, n über s ist immer dasselbe wie n über n minus s. Aber hier sieht man es auch noch mal, warum das stimmen muss. Das eine Mal sagt, guck mal halt erst nach links und das andere Mal, guck mal erst nach oben. Kommt beides mal dasselbe raus. So, Zusammenhang mit dem Pascal-Dreieck steht da, in Klammern sind immer Erinnerungen für mich. Ja, was hat das für einen Zusammenhang mit dem Pascal-Dreieck? Ich male schon mal vor, so ein bisschen. So. Also, wenn, also hier starte ich mal, also ich will vom Punkt A zum Punkt A. Ja, da gibt es nur eine Möglichkeit, nicht gar nicht gehen. So, wenn ich jetzt hier die Punkte abgehe, da gibt es offensichtlich auch nur eine Möglichkeit. Alles andere ist kein kürzester Weg. Ich kann natürlich hier oben gehen und dann wieder so zurück. Aber das ist ja kein kürzester Weg. Ich wollte ja einen kürzesten Weg haben. Also das hat nur einen Weg. Das hier hat auch wieder nur einen Weg. So, und die hier oben hin, die haben auch immer nur einen Weg. Also alle Punkte, die auf den Achsen liegen, haben offensichtlich immer nur eine Möglichkeit. Und wenn ich jetzt hier hingehe, an diesem Punkt, da kann ich sagen, naja, ich kann von da gekommen sein, ist eine Möglichkeit, oder ich kann von da unten gekommen sein. Sind offensichtlich zwei Möglichkeiten. Ja, jetzt geht das so weiter. Jetzt bin ich hier oben in dem Punkt. Da kann ich sagen, okay, kann ich von hier gekommen sein, war eine Möglichkeit. Oder ich kann von da unten gekommen sein, waren drei Möglichkeiten. So, und jetzt mache ich das so weiter. Ne? Kann ich hier, ist hier wieder die drei. Und so geht das immer weiter. Und da entsteht quasi so ein auf der Ecke liegendes pascalsches Dreieck. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 und so weiter. Daher kann man motivieren, woher diese Rekursionsformel kommt, die Sie auch kennen, wahrscheinlich für die Binomialkoeffizienten. Jetzt sage ich so, also ich mache hier einen Standpunktwechsel. Ich sage, ich bin schon am Punkt XY angekommen. Wenn ich wissen will, auf wie viele Wege kann ich zum Punkt XY gekommen sein, dann sage ich, naja, erstmal gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin von links gekommen, das wäre der Punkt x minus 1, y im Koordinatensystem. Oder ich bin von unten gekommen. Das ist der Punkt x, y minus 1. Also ist die Anzahl der Wege, die nach x, y führen, ist genau die Anzahl der Wege, die ich gebraucht habe, zum Punkt x plus y minus 1 plus die Anzahl der Wege zum Punkt x, y minus 1. So, und jetzt muss ich halt die Sachen alle in die Formel wieder einsetzen und dann sehe ich da oben die Rekursion. Und wenn Sie jetzt da immer das x plus y durch ein n ersetzen und immer das x ersetzen durch ein s, dann bleibt da diese Rekursionsformel über, die Sie vielleicht schon mal gesehen haben. N über s ist gleich n minus 1 über s plus n minus 1 über s minus 1. Vielleicht auch da nochmal der am Pascal-Dreieck, das ist ja genau das, was Sie machen. Also hier haben Sie den, haben Sie sozusagen den Binomialkoeffizienten für 0, 0 war 1. So, jetzt gehen Sie ja hier hin, sagen, hier ist 1, 0. Da haben Sie auch wieder 1. Das ist noch so ein bisschen langweilig. Hier haben Sie auch 1. So, und jetzt fängt es langsam an, interessant zu werden. Also für den ersten haben Sie immer nur 1. Für den äußeren hier auch 1. Und hier geht es jetzt aber los. Da sagen Sie ja, das hier ist ja dann, also hier werden Sie in der Einsatzzeile 1,0 und 1,1, also eigentlich 1 über 1, 1 über 0. So, und jetzt haben Sie hier 2 über 0 und jetzt 2 über 1. 2 über 1 ist 1 über 0, das ist n minus 1 über s minus 1, plus 2 über 1, das ist n minus 1 über s. So, die beiden addieren Sie, so entstehen diese Zahlen im Pascal-Dreieck. Und das sind genau die Binomialkoeffizienten. So, aber wenn Sie es mir immer noch nicht glauben, dann können Sie das natürlich auch wieder als Rekursion programmieren. Ich nehme mal fast an, dass einige dieser Rekursionen auch einfach entweder in Algorithmen und Datenstrukturen oder in ESOP-E gemacht werden, weil das sind so total klassische Sachen. Hier ist jetzt in der Darstellung einiges ein bisschen blöd, wenn man, ich weiß nicht immer genau, wie das dann in Java geregelt ist. Es gibt nicht wirklich Arrays in Python, sondern es sind Listen von Listen, die Arrays. Also ich würde ja jetzt eigentlich gerne in irgendetwas reinschreiben, n, s, da hatte ich ein zweidimensionales Array, ne, n und s. So, und jetzt habe ich hier aber eine Liste von Listen. Also ich habe eine Liste und dann nochmal eine Liste davon. So muss ich das hier machen. Und was besonders verwirrend ist, war auch für mich,
wenn Sie in Range schreiben, also Sie schreiben ja immer gerne sowas, so eine Vorschleife, for i, so der alte Pascal-Mensch kennt halt for i gleich 1 to, zum Beispiel 0 to 10. So, dann geht das von 0 und hört bei 10 auf. Wenn Sie schreiben in Python in Range 0, n, dann heißt das 0 ist der Anfangswert und n heißt, wie viele der weitergeht. So, und wenn Sie jetzt von 0 n weitergehen, dann sind Sie erst bei n minus 1. Deswegen steht hier immer n plus 1 in den Formeln, weil wenn Sie n Zahlen haben wollen und Sie fangen bei 0 an, müssen n plus 1 Schritte gehen. Das macht den Code so ein bisschen schlecht zu lesen, finde ich. Hier unten sieht man aber sehr schön, und das hier ist immer das, die schon bestehende Liste, und hier kommt jetzt das Element dran, i-1j, n-1s plus i-1j-1. Also hier ist genau die Rekursion dran, und damit Sie es mir auch glauben, dass das funktioniert und dass man das auch leicht zum Pascalschen Dreieck erweitern kann, muss ich wieder Steuerung 2 drücken. Also hier ist das eingegeben. Gut, das kennen Sie jetzt nicht auswendig, was 45 über 6 ist. Dann machen wir mal 3 über 2, das ist leicht, da sollte 3 rauskommen. 3 über 2. Also hier oben steht jetzt noch so ein bisschen was davor, das ist nur, um illegale Eingaben zu verhindern. So, 3 über 2 ist 3a, herrlich, und 3 über 1 sollte auch das sein. Ich glaube das aber mal. So, jetzt machen wir das aber ein bisschen anders. Ich mache hier hinter noch mal eine Vorschleife, die das aufruft. Also vor, sagen wir mal, was ist denn der nächste Buchstabe? K in Range, was hätten wir denn gerne? Sagen wir mal, bei 0 anfangen und die ersten 10 Zeilen. Also bis 11. Okay. Laufen wir über das K. Und jetzt in jeder Zeile müssen wir dann natürlich nur so weit laufen, wie das K gerade geht. Also vor L in Range, wieder aufpassen, 0, K plus 1. Ne? Weil wir wieder bei 0 anfangen. Ja, so ein bisschen. So, und dann jetzt aber, jetzt haben wir es aber. Print. Binomial hieß mein Ding. Und jetzt K, L. Und damit der nicht in die nächste Zeile geht, ein Komma. Und hier müsste es noch eingerückt sein, das heißt, da habe ich einen Doppelpunkt vergessen. Ja, so sieht das aus, wenn man das mal eben so spontan tippt. So, und sobald ich aus der Schleife wieder raus bin, schreibt er mir noch ein Print so, damit ich dann in die nächste Zeile komme. So, und das hier kann ich löschen. Und jetzt müsste ich, wenn ich mich nicht irgendwo vertippt habe, wunderbar ein pascalsches Dreieck mit 10 Zeilen, kriegen, mit 11 Zeilen. Nicht schlecht. Was ich noch vergessen habe, ich hätte das etwas augenfreundlicher machen können. Man kann hier die Schrift auch vergrößern und man kann das Ganze auch im Fullscreen anschauen. Aber das ist dann, wenn man so live tippt, denkt man an sowas nicht immer. Also so wird das aussehen, wenn man da das ganze pascalsche Dreieck haben wollte. Gut, also so kann man, da sieht man, das funktioniert tatsächlich, was ich Ihnen da vorgeschlagen habe als kleines Programmchen. Ja, damit sind wir mit den elementaren Grundaufgaben der Kombinatorik schon durch. Ein Fall fehlt uns tatsächlich noch, der fiese Fall. Ja. Bis jetzt haben wir nämlich nur die Reihe, wenn wir in den Elementsprechweise denken, haben wir nur, dürfen Elemente mehrfach ausgewählt werden, spielt die Reihenfolge der ausgewählten Elemente eine Rolle. Das sind immer die Unterscheidungen. Und wir haben aber erst 3 Fälle uns angesehen, nämlich da, wo wir zweimal Ja sagen, da, wo wir einmal Ja sagen und einmal Nein sagen, in der einen Richtung, aber wir haben den anderen Fall nicht. Also wir haben nicht den Fall uns bis jetzt angesehen, dürfen Elemente mehrfach ausgewählt werden? Ja. Und spielt die Reihenfolge der Elemente eine Rolle? Nein. Den haben wir uns bis jetzt noch nicht angesehen. Da steht noch ein dickes Fragezeichen. So, jetzt mal in dem nächsten Modell. Uhrenmodell, das heißt, wir haben uns angesehen, werden Kugeln wieder zurückgelegt und spielt die Reihenfolge der Ziehung eine Rolle? Dann sind wir im Fall n hoch s. Das sind die Alphabetaufgaben, fixes Alphabet. Oder die Kugeln werden nicht wieder zurückgelegt. Dann haben wir die lauter verschiedene Ziffernaufgaben, n mal und so weiter minus s. Und wenn wir dann noch wissen, die Reihenfolge spielt keine Rolle,
und es wird nicht zurückgelegt, dann sind wir im Fall N über S. Und was wir noch nicht wissen, die Kugeln werden wieder zurückgelegt und die Reihenfolge spielt aber keine Rolle. Den Fall haben wir uns noch gar nicht angesehen. Oder man kann das auch anders sagen, sind die Teilchen unterscheidbar, die man in diese Fächer reinschmeißt, und dürfen Fächer mehrfach belegt werden? Und wenn wir da einmal sagen, die Fächer dürfen mehrfach belegt werden und die Teilchen sind nicht unterscheidbar, dann sind wir in dem Fall, den wir noch nicht kennen. Aber jetzt sage ich Ihnen mal, was eine bekannte Einkleidung davon ist, dann kriegen Sie schon eine Idee, wie wir den gleich noch knacken. Eine bekannte Einkleidung von dieser Aufgabe ist, dass man sagt, es treten zur EU-Wahl, sagen wir mal, 10 Parteien an und es sind 600 Sitze zu vergeben. So, dann können Sie sagen, jede Partei ist ein Fach. Also hier A-Partei, B-Partei, ich sage extra keine Namen, C-Partei. Und jetzt sind sozusagen die Sitze, sind die Kugeln und die lassen Sie so da reinplumpsen. Und dann sagen Sie, wo die reingeplumpst sind, der kriegt dann so und so viele Sitze. Im Grunde genommen muss das irgendwie auf diesen Fall da zurückführbar sein. Und das sehen wir dann gleich auch. Aber bevor das passiert, nicht umsonst gibt es wieder WooClap. Hier die Adresse, jetzt kommen gleich die Interaktionen. Es gibt jetzt ein paar einfache Fragen. Und zwar funktionieren die so, dass Sie gleich diese Tafel sehen mit diesen 4 Feldern. Und Sie sehen immer eine Fragestellung. Und Sie sollen dann sagen, welcher der Fälle ist das? Zum Beispiel hier irgendwas mit dem 100-Meter-Lauf. Also, und es gibt immer 30 Sekunden Zeit. Also wir machen es ein bisschen spannend. 30 Sekunden, Ihr Instinkt zählt. Es geht los. Beim 100-Meter-Lauf nehmen 8 Personen teil. Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, Gold, Silber und Bronze zu verteilen? Da, welches Modell? Du, du, du. Du, du. Du, du. Ja, noch 10 Sekunden Zeit. Draufdrücken, draufdrücken. Welches Modell, welches Modell? 5 haben abgestimmt, aber sie können nicht mehr abstimmen. Schauen wir mal. So. Eieiei. Schauen wir mal, was richtig ist. Okay, schauen wir mal, dass wir beim nächsten Mal kommen. Warum ist das richtig? 8 Personen, Gold, Silber, Bronze. Für Gold 8 Möglichkeiten. Für Silber 7 Möglichkeiten. Für Bronze 6 Möglichkeiten. Reihenfolge spielt offenbar eine Rolle, ob man Gold, Silber oder Bronze kriegt. Teilnehmer sind offenbar auch irgendwie unterscheidbar, also ist das genau der Fall. Wiederholungen sind nicht möglich, man kriegt nicht Gold und Silber in einem Lauf. Eher nicht, ne? So, also das ist schon der Fall. Okay, gucken wir mal weiter. Nächste Frage, jetzt sind Sie ja schon so ein bisschen drauf eingerichtet. Beim Fußball-Toto tippt man für 13 Partien auf Sieg, Niederlage oder Unentschieden. Wie viele verschiedene Tippscheine gibt es? Welches Modell? Da, da, da. Ich hätte die Zeit etwas größer einstellen sollen. 30 Sekunden ist vielleicht wirklich ein bisschen knapp. Ich kann das aber, glaube ich, noch mal wieder öffnen. Da, da, da. Da, da. Okay. Schauen wir mal, was Sie sagen. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Richtig ist das hier oben. Warum ist das richtig? Ja, also Sie haben jeweils, was ist es eigentlich? Es ist 3 hoch 11. Ne? Sieg, Niederlage, Unentschieden. Und jetzt normalerweise, also wenn das nicht gerade letzter Spieltag ist und Sie wissen schon, also wenn das andere Team nicht gewinnt, brauche ich nicht auch gewinnen, geht man normalerweise davon aus, dass quasi die Spielausgänge unabhängig voneinander sind. Und wenn bei dem ersten Spiel einer gewinnt, bei dem nächsten Spiel aber trotzdem es wieder die 3 Möglichkeiten Sieg, Niederlage, Unentschieden gibt. Ne, ganz realistisch ist es nicht, ne? Weil am letzten Spieltag telefonieren da hin und her und dann schenken die sich manchmal Punkte, da gibt es so Schmuh und so. Das gibt es schon, aber im Normalfall ist es, man hat 3 Möglichkeiten, immer Sieg, Niederlage, Unentschieden. Und jetzt muss man 13 Mal hintereinander entscheiden, was davon ist es. Hat Sie vielleicht so ein bisschen durcheinander gebracht mit dem Lottoschein, aber im Unterschied zum Lottoschein dürfen Sie ja mehrfach 1 und mehrfach
minus 1 ankreuzen. Oder ich weiß nicht genau, wie jetzt der Totoschein gemacht ist. Ich kenne das mit 1-0 minus 1, aber das kann man auch mit 3-2-1 machen natürlich. Oder 2-1-0 gibt es, glaube ich, auch. Heim gewinnt, auswärts gewinnt, unentschieden. Gut, ja, gehen wir mal weiter. Die nächste ist eine sehr praktische Aufgabe, glaube ich. Herr Fohns soll mit 4 Personen an einem Arbeitstag einstündige Bewerbungsgespräche führen. Er beginnt immer zur vollen Stunde. Wie viele verschiedene Terminkalender, wo ich den Namen immer reinschreibe, sind möglich? Ah, jetzt traut sich schon keiner mehr. Wir können 3. Bei 3 gibt es immerhin eine Mehrheit. 4. Jetzt gibt es ein Unentschieden. Schauen wir mal, wie viele Möglichkeiten gibt es da. Ja, auch wieder unentschieden. Beide haben so ein bisschen recht. Aber so richtig recht hat wieder dieser Fall. Warum? Für die erste Person von den 4 Personen, die kann bei Stunde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ihren Termin kriegen. Die zweite Person kann dann aber nur noch an 7 verschiedenen Stunden den Termin haben. Die dritte Person kann nur noch an 6 und so weiter. Und es macht natürlich für die Person, die ein Bewerbungsgespräch macht, auch einen Unterschied. Also das sind unterscheidbare Objekte. Jetzt können Sie sagen, aus Sicht von Herrn Fohns, der einfach nur gucken will, wann hat er frei und wann hat er Bewerbungsgespräche, wäre dann das hier richtig. Weil da würde ich sagen, ist es ja egal, ob ich jetzt mit Ihnen oder mit Ihnen ein Bewerbungsgespräch für die Stunde ist sozusagen belegt. Also das hier ist der Fall aus Sicht der Teilnehmer. Ne? Oder die Sekretärin muss das vorher aufschreiben und soll immer den Namen notieren, der da gerade Sprechstunde hat. Oder der Sekretär, um das politisch korrekt zu machen, soll das aufschreiben. Ne, da kommt das hier raus. Es gibt verschiedene, wenn Sie sagen, die heißen Anna, Bertha, Cäsar und Dora. Ne, dann gibt es die Möglichkeiten. Und wenn Sie sagen, da steht immer nur Bewerbungsgespräche im Kalender, dann gibt es diese Anzahl an Möglichkeiten. Sie können sich ja den Terminkalender auch sehr gut wie so ein Fächermodell vorstellen. In jedes Fach darf nur ein Name rein. Und es ist natürlich wichtig, welcher Name in das Fach kommt. Okay, einen haben wir, glaube ich, noch. 20 Ostereier werden mit höchstens 4 Farben einfarbig angemalt. Ja, auch ein wichtiges Problem, wie viele verschiedene Färbungen sind möglich. Das ist ein bisschen fies jetzt. Die Stunde der Wahrheit naht. 5, 4, 3, 1. Auch hier gibt es wieder 2 Antworten. Ja, gewählt wurden 3. Die eigentliche Antwort, die ich meine, ist die da oben. Weil die Fächer, also stellen Sie sich vor, wie färbt man denn Eier? Da stellt man 4 Schüsseln hin mit Farbe. Sie verteilen also auf 4 Fächer. Nehmen Sie jetzt 20 Eier, in welcher Reihenfolge Sie die da färben, ist egal. Und jetzt legen Sie rein. Und natürlich, normalerweise ist das schon so, dass so eine Färbeschale genug Farbe für mehr als ein Ei zur Verfügung hat. Ne? Also die Fächer dürfen mehrfach belegt werden. Und die Auswahl der Elemente spielt, also die Reihenfolge der Elemente spielt keine Rolle. Das ist eigentlich der Fall. Wenn Sie hier angekreuzt haben, würde ich sagen, ja, stimmt in gewisser Weise. Muss man ein bisschen umbauen, dann kommt man in dieses Modell rein. Das Modell hier funktioniert deswegen nicht, weil spielt die Reihenfolge der ausgewählten Elemente eine Rolle. Nein. Also das wäre nur, wenn Sie sagen, das erste Ei heißt Franz und ich will wissen, ob der Franz blau oder rot wird. Ja? Dann können Sie sagen, dann ist das Modell. Aber in diesem Fall funktioniert das leider nicht. So, das heißt also, den Fall müssen wir uns noch anschauen. Ja, hilft nicht. Aber vorher kommt noch eins. Ah, 4-stellige PIN-Nummern. Das weiß jetzt mindestens eine Person, die es nämlich letztes Mal schon richtig hatte. Die ist wahrscheinlich heute nicht mehr da. In einer 4-stelligen PIN-Nummer kommen genau 2 Neuner vor. Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, die Neuner innerhalb der Zahl zu platzieren? Also nicht, wie viele Zahlen gibt es, sondern nur, wie kriege ich die Neuner da rein? Das habe ich nämlich letztes Mal falsch gehabt im Video. Peinlicherweise. Ja, 8 Leute haben abgestimmt.
Erstmal hier Wisdom of the Crowds. Da gibt es auch wieder eine ganze Menge. Und nicht immer hat die Mehrheit recht. Tada! Ja, wie kommt denn das jetzt zustande? Ja, wieso? Wieso ist das so? Teilchen-Fächer-Modell könnten wir nehmen oder Uhrenmodell, was Ihnen lieber ist. Nehmen wir mal Teilchen-Fächer. Fächer ist, glaube ich, naheliegend. Sie haben vier Fächer, das sind die vier Ziffern. Und Sie sagen, zwei davon will ich mit einem Neuner belegen. Das heißt, Sie müssen jetzt zwei auswählen. Spielt die Reihenfolge der Auswahl eine Rolle? Nein. Also bin ich in dem Fall. Dürfen auch welche mehrfach ausgewählt werden? Nein. In die Fächer darf ich nicht mehrfach was reinlegen. Ist das wichtig, ob ich erst sage an der ersten Stelle und an der dritten Stelle oder ob ich sage an der dritten Stelle und an der ersten Stelle? Nein. Also bin ich in diesem Fall hier. Aber das geht wirklich nur um die Frage, wie viele Möglichkeiten gibt es, die Neuner da rein zu verteilen. Das war dieses, so und jetzt auch beim letzten Mal, bei 4 und 2 ist das dann 4 über 2. Das ist 4 mal 3 ist 12 geteilt durch 2, 6 geteilt durch 1 ist immer noch 6. Und das war genau das, was die Kollegin sagte, 6 und ich hatte nur 4. Für die übrigen zwei Ziffern gibt es dann jeweils 9 Möglichkeiten. Also da sind wir in so einem ähnlichen Fall wie dem da oben. Da kann man dann sagen, mal 9 mal 9, also 6 mal 9 mal 9 ist dann die Lösung. Also für die übrigen Ziffern, die nicht festgelegt sind, da ist dann dieses Ja, Ja richtig. Also das N hoch S. Ja, das war so eine kleine Übung. Da hoffen wir mal, dass das natürlich durch das Bearbeiten von Übungsaufgaben noch etwas besser und Sie da etwas zielsicherer werden. Ja. Vielleicht hier noch, wie werden die Dinge typischerweise berechnet? Wenn Sie das in GeoGebra machen, in der Eingabezeile oder in dem CAS oder auch in ganz vielen Taschenrechnern, auch in vielen Programmiersprachen, hat man die drei Dinge eigentlich immer drin. Sie haben das N hoch S, da muss man halt dieses, wie heißt das, Akzentzeichen da oben drücken. So links neben der 1, die Taste ist das. Und N-Fakultät schreibt man auch tatsächlich einfach mit einem Ausrufezeichen. Und dieses N minus 1 mal Punkt, Punkt, Punkt bei N minus S plus 1 können Sie eben entweder rechnen als N-Fakultät geteilt durch S-Fakultät, aber da gibt es manchmal die Berechnungskatastrophe. Und deswegen haben viele Taschenrechner und auch GeoGebra NPR eingebaut. Das P hat was mit Permutationen zu tun, deswegen heißt das so. Und das berechnet genau dieses N mal N minus 1 mal N minus S plus 1. Wichtig, da muss man wirklich das S eingeben und nicht das S plus 1 oder so. Und auch erst recht nicht das N minus S plus 1. Also wenn Sie da wissen wollen, 10 und 3, da müssen Sie wirklich 10 und 3 angeben. Sie können sich das auch so merken, das ist einfach dasselbe wie der Binomialkoeffizient, nur dass hier oben die Reihenfolge eine Rolle spielt bei dem NPR, wenn man das eintippt. Da gibt's halt dann entsprechend mehr Möglichkeiten. Aber auch da, wenn man mal was Großes hat, am besten immer in der CAS-Ansicht von dem GeoGebra arbeiten, die hat meines Wissens beliebig viele signifikante Stellen und die Algebra-Ansicht halt nur 15. Das ist aber in der Regel nur ein Problem bei den Fakultätsberechnungen. Ja, jetzt haben wir diesen Fall noch nicht behandelt, den ich immer gerne an diesem Beispiel mache, das weniger politisch ist. In einem Abakus können Grundschulkinder mit so Plättchen Zahlen legen. Da gibt es eine 100er-Spalte, eine 10er-Spalte und eine 1er-Spalte. Und da kann man dann ganz viele interessante Fragen zustellen, auf die schon Volksschüler eine Antwort finden. Ich sage jetzt nicht, in welcher Beziehung das dann zu einem bestimmten Studiengang steht. Und man kann sich zum Beispiel fragen, mit drei solchen Plättchen, wie viele Zahlen kann ich da eigentlich erzeugen? Und da komme ich genau wieder in diesen Fall herein. Die Fächer sind offensichtlich die 100er, 10er, 1er. Die Plättchen, die heißen jetzt nicht Franz und Lissi. Die sind ununterscheidbar, die da reingelegt werden. Und die Fächer können mehrfach belegt werden. Das ist genau dieser eine Fall, den wir noch nicht hatten. So, jetzt kann man versuchen, irgendwie so systematisch anzufangen, das zu zählen. Das sehen Sie jetzt natürlich nicht auf Ihrem Display. Also hier könnten Sie das so ausprobieren. Wir machen es mal mit 3. Mit 3 ist es nicht so schwierig. So, jetzt könnten wir zum Beispiel sagen, wir fangen mal so an. Das sind die 300, die sieht so aus.
Jetzt können Sie offensichtlich den hier nehmen. Das ist schon ein neuer Fall. Das sind die 210. Jetzt können Sie den hier nehmen. So, und jetzt können Sie wieder sagen, ah, ich nehme den hier und schiebe den nach dahin. So, und jetzt müssen Sie aber aufpassen, dass Sie nichts doppelt zählen und so. Also irgendwie jetzt, das hier ist ja auch nochmal eine andere Möglichkeit. Und dann ist das hier hatte ich aber irgendwie schon. Und jetzt muss ja das hier muss ich eigentlich auch noch machen. So, das ist noch nicht so die Lösung, um irgendwie alle Fälle rauszukriegen. Ne? Hier kann man schön verschiedene Zahlen legen. Hier können Sie sich zum Beispiel schon mal fragen, warum da eigentlich nur durch drei teilbare Zahlen mal rauskommen. Das kommt sicher noch als Aufgabe. Mit drei Plättchen können Sie nur durch drei teilbare Zahlen legen in so einem Abakus. Verrückt. Ja. Ist aber so. Können Sie mal ausprobieren. Ne? Den Link haben Sie ja jetzt. Ja, also man muss versuchen, das irgendwie systematisch zu zählen. Hier habe ich das mal versucht, so systematisch aufzuschreiben. Vorne sind die Fälle, wo die 3 in der 100er-Spalte liegen. Dann liegen nur noch 2 in der 100er-Spalte. Dann kann ich den 10er, kann ich den einen, der noch überbleibt, entweder in die 10er oder in die 1er-Spalte legen. Dann gehe ich weiter. Jetzt liegt nur noch einer in der 100er-Spalte. Da können entweder beide 2 übrigen in der 10er-Spalte liegen oder einer in der 10er in der 1er oder alle beide in der 1er. So, jetzt brauche ich noch die Fälle, wo vorne keiner liegt. Dann können die 3 so liegen, wie in den beiden mittleren Spalten oder wie in der unteren. Warum ist das wichtig, dass man das so ein bisschen systematisiert, damit man nicht doppelt zählt? Ne? Das wäre ja dann irgendwie blöd. Hier weiß ich jetzt, okay, in jeder Spalte liegen andere Dinger und in jeder Zeile liegen auch andere Dinger. Da zähle ich irgendwie nichts doppelt. Das ist ja immer die große Gefahr, dass man was doppelt zählt. So, jetzt trennen wir uns von allem, was nicht wichtig ist und werfen sozusagen mal so einen Blick darauf, was da eigentlich passiert. Ich mache jetzt einen Standpunktwechsel. Ich sage, ach, das 100er, 10er, 1er, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, ich habe hier die 3 Flecken und ich habe diese 2 Linien, die 100er von den 10ern von den 1ern trennen. Also hier habe ich 5 Objekte. Die 3, also das hier wäre sozusagen 0, 0, 0, 1, 1. Jetzt gehe ich hier weiter. Das hier ist 0, 0, 1, 0, 1. Und das hier ist 0, 1, 0, 0, 1. So, und jetzt kriegen Sie wahrscheinlich eine Idee, was ich da mache. Ich male das mal so auf. Also die erste Kombination ist hier wieder 100er, 100er, 100er. Das zweite ist 100er, 100er, 10er, 100er, 100er, 1er. Das hier ist 100er, 10er, 10er, 100er, 10er, 1er, 100er, 1er, 1er. Das sind genau die Fälle wie vorhin. Und jetzt sieht man, das sind immer 5 Objekte in so einer Klammer. Die 3 Kugeln. Und die 2 Trennzeichen, die sagen, wo gehe ich vom 100er auf den 10er und wo gehe ich von dem 10er auf den 1er. In jeder dieser Dings, also aus jedem dieser Dings, da habe ich eigentlich 5 Plätze. Und jetzt frage ich mich, wie entstehen eigentlich die verschiedenen Zahlen? Ja, die verschiedenen Zahlen entstehen so, dass ich sage, ich habe da 5 Plätze. Und jetzt überlege ich mir, an welchen Plätzen liegt so ein Strich? Und dann ist die Zahl festgelegt. Sobald ich die Striche reingelegt habe, ist sie festgelegt. Oder ich kann auch sagen, ich überlege mir, ich habe die 5 Plätze und ich sage, wo liegen die Kugeln drin? Und dann ist klar, wo die Striche liegen, nämlich an den anderen Positionen. Aber das Wichtige ist, ich habe jetzt 5 Plätze, weil, warum ist das jetzt interessant? Da sage ich, ja, jetzt habe ich das von einem Kugelmodell aufs andere Kugelmodell umgeschrieben. Schon, stimmt, aber eins, für das ich schon eine Formel habe. Ja. Weil jetzt kann ich sagen, jetzt muss ich ja wieder 3 Kugeln auf 5 Fächer verteilen. Die Kugeln sind ununterscheidbar, aber in jedes Fach darf jetzt nur noch eine Kugel rein. Und dafür habe ich schon eine Formel. Das ist nämlich einfach n über s. Aber ich habe eine andere Anzahl an Objekten. Ich hatte vorher 3 Kugeln, die ich reingeschmissen habe. Und jetzt habe ich die 3 Kugeln plus die 2 Unterteilungen. Also habe ich jetzt 5 Objekte. Vorher hatte ich 3. Und jetzt habe ich 5 Objekte. Ich nehme noch die Trennstriche dazu. Und daher kommt diese Formel, die Sie vielleicht auch schon mal gesehen haben. Wenn Sie n Fächer haben, haben Sie n minus 1 Unterteilung. 3 Stellenwerte, 2 Unterteilungen zwischen den Stellenwerten. Und Sie haben wieder die S-Kugeln. So. Und jetzt habe ich gesagt, dann habe ich nachher sozusagen eigentlich n minus 1 Unterteilung plus S-Kugeln. Und jetzt sage ich, das sind die 9 Plätze.
Und da sage ich jetzt, wo landen entweder die Kugeln, das wäre n minus 1 plus s über s, oder ich kann genauso sagen, wo landen nachher die Unterteilung, das wäre der dritte Fall hier so aufgeschrieben. Hier oben habe ich das nur ein bisschen umsortiert und so steht das dann meistens in Formelsammlungen drin, n plus s minus 1, Kombinationen mit Wiederholung. Aber das ist einfach eine Folgerung, die direkt kommt aus den Kombinationen ohne Wiederholung. Ich habe quasi das Modell, wo ich sage, es dürfen zwei Kugeln in ein Fach reinkommen, in ein Modell überführt, wo ich sage, da ist das nicht der Fall und sag jetzt und kann dadurch jetzt zeigen, dass das genau die Möglichkeit ist. Hier, das wäre jetzt übrigens auch die Parteieneinkleidung, wäre genau dasselbe. Ne? 10 Parteien, 180 Sitze, also dann habe ich eigentlich 189 Plätze, an denen ich sage, wo sind jetzt die Unterteilungen. Links von der ersten Unterteilung sitzen dann die A-Parteiler, zwischen der ersten und der zweiten Unterteilung setzen die B-Parteiler und so weiter. Es gibt jetzt noch einen komplizierteren Fall, den wir uns nicht mehr ansehen werden. Der wäre, wenn Sie sagen, die Parteien sind nicht unterscheidbar. Den Fall gibt es auch noch. Da könnte man jetzt drüber streiten, ob das nicht eh so ist. Aber also, wir machen mal immer nur die Formeln mit unterscheidbaren Parteien oder unterscheidbaren Formeln. Es ist nachher tatsächlich ein Beispiel drauf, das diesen ganz komplizierten Fall hat. Und wo es dann besser ist, man löst den ohne Formel, nur mit Hausverstand. So, und das hier ist auch der Fall, wo es möglich ist, dass s größer ist. Ne? Wenn Sie sagen, also Sie haben, wo natürlich s größer sein kann. Bei n hoch s geht das auch. Ne? Sie können auch eine tausendstellige PIN-Nummer haben, aber Sie haben ja nur 9 Ziffern. Das ist kein Problem. Ich meine, es ist schon ein Problem, eine tausendstellige PIN-Nummer. Aber okay, das geht. Ne? Und hier geht das eben auch. Natürlich kann hier auch das s größer sein. 4 Parteien, trotzdem können Sie im Parlament mit mehr als 4 Sitzen haben. Weil es kann ja jede Partei mehr als einen Sitz bekommen. Also die können mehrfach belegt werden. Wohingegen, wenn Sie so ein Modell haben, wo Sie sagen, ohne zurücklegen, können Sie natürlich schlecht 11 Kugeln aus der Urne ziehen, wenn da nur 10 Kugeln drin sind. Ja. Außer vielleicht Jesus. Ne? Aber das wird jetzt auch wieder nicht berücksichtigt. Ne? Mit den 5 Broten und 2 Fischen und so. Ne? Dafür gibt es keine Formel. Das glaubt man oder glaubt es nicht. So, hier Vorsicht beim Umgang mit den Formeln. Der erste Fall ist nämlich der richtig fiese. Also den ersten Gedanken, den man da ja hat, auf wie viele verschiedene Arten kann man 7 als Summe von 3 natürlichen Zahlen darstellen? Das könnte ja wieder dieser Fall mit dem Abakus sein. Dann kriegen Sie aber viel zu viele Möglichkeiten raus. Das erste, wo man schon mal gucken muss, als Summe natürlicher Zahlen, wenn Sie jetzt so einen spitzfindigen Dozenten wie den Herr Fons haben, dann sagt er eine natürliche Zahl und die fangen bei 1 an. So, also, und wenn Sie da so unterteilen würden, so wie wir das vorhin gemacht haben, und machen da die Striche hin, da wäre ja auch die Fälle dabei, wo eine Zahl 0 ist. Also da wäre zum Beispiel 0 plus 0 plus 7, wäre eine Darstellung der 7 als Summe von 3 natürlichen Zahlen. Da sagt Ihnen aber auch jeder Schüler, 0 plus 0 plus 7, Summe von 3 Zahlen, so ein Schwachsinn. Ja, 6 plus 1 plus 1, das lasse ich mir nur einreden. So, das ist der erste Fall. So, aber jetzt kommt noch das Problem. Warum ist das nicht analog zu dem, was Sie da gerade hatten? Warum ist das nicht analog? Gerade hatten wir die 100er-Ziffer, die 10er-Ziffer und die 1er-Ziffer. Hier haben wir aber 3 Zahlen. Ja, aber es ist doch 7 plus 1 plus 1, genau dasselbe wie 1 plus 7 plus 1. Wieso? Also das Modell funktioniert hier nicht. Das sollte man nicht benutzen. Wohingegen die Ostereieraufgabe ist nicht so schwer, aber darf man auch nicht direkt die Formel anwenden. Also nicht einfach sagen, 4 Farben, 3 Unterteilungen, 20 Eier, also 20 plus 3 über 3. Dann haben Sie nicht berücksichtigt, dass von jeder Farbe muss mindestens ein Ei sein. So, wie macht man das? Naja, man fängt mal mit denen an. Dafür gibt es genau eine Möglichkeit. 4 Eier, 4 Farben, jedes genau eine Farbe, eine Möglichkeit. Packen Sie auf die Seite, bleiben 16 Eier über. 16 Eier plus 3 Unterteilungen zwischen Ihren Färbungen. Und jetzt wieder sagen, wo kommen die Eier hin? Also haben Sie 16 plus 3 über 3. Oder Sie dürfen auch über 16 rechnen, aber das kommt auf selbe raus, weil wir ja gesagt hatten, das ist symmetrisch, den Binomialkoeffizienten. Fragen? Sie dürfen ja auch Fragen immer währenddessen aufschreiben. Es ist noch keiner verwirrt.
Oh, das hat sich noch keiner gezählt. Das war klar. So, okay. Hier sind Literaturangaben. Gut, jetzt geht's zu dem Peano-Axiom. Ich hatte da letzte, also hier, das, Sie merken jetzt gleich, ursprünglich war das ja mal eine Vorlesung für Studierende des Lehramts für Grund-, Haupt- und Realschulen in Deutschland, also zumindest diese ersten Teile. Die ganzen Informatik-Programmiersachen habe ich natürlich nachträglich reingemacht. Deswegen, also Ordinalzahlen, da gibt es dieses schöne Gedicht von Ernst Jandl, Fünfter sein, das gibt es auch so Buch. Da sitzen so fünf beim Arzt und dann heißt das immer so einer raus, einer rein, Dritter sein und so weiter. So geht das. Und das soll da sagen, natürlich hier, wir hatten letztes Mal gesagt, ach, das ist eigentlich bei Kardinalzahlen, egal wo man anfängt zu zählen, ne, es sind immer fünf. Aber natürlich macht es für die Leute im Wartezimmer einen Unterschied, ob ich der Erste, Zweite, Dritte oder Vierte oder Fünfte bin. Auch in der Zahlbegriffsentwicklung geht man davon aus, dass so die natürliche Reihenfolge des Lernens von Zahlen ist, dass man den Kardinalzahlaspekt am Anfang eher noch nicht hat, sondern tatsächlich die Zahlen lernt als die Zählreihe und deswegen dann auch es das Problem gibt, dass man immer nur zählend rechnen kann. Also dass man 3 plus 4 nur rechnen kann, dass man so rechnet, dass man sagt, also bei 3 fange ich an und jetzt muss ich 4 weiterzählen. 4, 5, 6. Und davon muss man sich irgendwann lösen und muss für aufwendige Rechnungen muss man eigentlich ja so, ja, man muss zum Beispiel so 5er-Schritte auswendig können und so. Und bei Leuten, die eine Rechenschwäche haben, ist da dann in der Regel irgendwas schiefgegangen. Warum glaubt man, dass die Zählreihe als erstes kommt? Also man glaubt sogar, die repräsentiert sich im Kopf so von links nach rechts tatsächlich für Leute, die von links nach rechts schreiben. Für Leute, die von rechts nach links schreiben, tatsächlich auch genau umgekehrt. Woher weiß man das? Da gibt es diesen SNARK-Effekt. Jetzt muss ich das nachgucken, weil das ist Englisch. Spatial Numerical Association of Response Codes. Wie hat man das festgestellt? Sie geben Leuten, also Sie haben so Leute, die müssen einmal immer, die müssen immer so drücken, meinetwegen, die müssen so drücken, wo die, wie war denn das nochmal, irgendwas mit so Additionsaufgaben und einmal müssen die immer links drücken, wenn das Ergebnis stimmt und einmal müssen die immer rechts drücken, wenn das Ergebnis stimmt. Also einmal mit der linken Hand und einmal mit der rechten Hand. Und dann stellt man fast, bei kleinen Zahlen sind die Leute schneller, wenn sie mit der linken Hand drücken und bei großen Zahlen sind die Leute schneller, wenn sie mit der rechten Hand drücken. Also bei Leuten, die von links nach rechts schreiben. Bei Leuten, die von rechts nach links schreiben, ist es genau umgekehrt. So, und da geht man tatsächlich davon aus, dass sich so eine Art Zahlenstrahl im Kopf bildet, der halt von links nach rechts oder von rechts nach links und dass das deswegen so ist. Also ist eine Theorie. Ob das stimmt, weiß man nicht. So, also unsere natürliche Zahlen, die sind also auf so einer Perlenkette, die ist unendlich lang und das Weiterzählen ist so ein Pfeil, der führt uns von einer Perle zur nächsten und dann gibt es gewisse Regeln, die implizit sind. Zum Beispiel setzt man da voraus, wenn man sagt, da ist so eine unendlich lange Perlenkette, ich fange da bei der 1 an und zähle dann immer weiter, dann ist das so, von jeder dieser Perle führt genau ein Pfeil zur nächsten Perle. Das ist was, was man da voraussetzt. Also nach der 2 kommt immer die 3. Ne? Dienstags kommt dann nicht die 5 oder so. Ne? Das ist immer dieselbe Zahl, die da kommt. Auf die 1 darf kein Pfeil zeigen, es sei denn, Sie begehen ein Sakrileg und beginnen die natürlichen Zahlen bei 0. Dann darf aber auf die 0 kein Pfeil zeigen. Das ist relativ wurscht. Auf keine Perle dürfen 2 Pfeile zeigen. Also die 4, die ist auch wirklich nur der Nachfolger von der 3. Die 4 ist nicht auch noch der Nachfolger von der 2. Das geht nicht. Und auf jede Perle, die von 1 verschieden ist, zeigt ein Pfeil. Auf jede Perle, die von 1 verschieden ist, zeigt ein Pfeil. Das heißt, es gibt nur eine Anfangszahl. Es gibt nicht mehrere Zahlen, die keinen Vorgänger haben. Das ist auch wichtig. Und das ist dann wichtig für die vollständige Induktion. Wenn man bei der ersten Perle anfängt und immer weiter zählt, erreicht man jede Perle. Das ist das Induktionsaxiom quasi. Das sichert, dass die vollständige Induktion funktioniert. So, hier ist das auch nochmal schön bildlich dargestellt. Da muss ich nochmal sehr herzlich meinem ehemaligen Siegener Kollegen Theo Overhagen danken, aus dessen Skript ich das geflattert habe mit Erlaubnis. Mit Erlaubnis, also er hat mir das geschickt und gesagt, ich darf das verwenden. Da sehen Sie so ein paar Fälle, wo dann einzelne Bedingungen mal verletzt sind.
Zum Beispiel, wenn Sie so im Kreis rumlaufen, würden Sie auch alle erreichen und so. Aber hier ist zum Beispiel die Anfangszahlbedingung verletzt. Und in jedem dieser Bilder oder in vielen dieser Bilder sind einzelne der Piano-Bedingungen verletzt. Obwohl, so zählen lernen wir dann auch noch. Das ist Modulo-Arithmetik, da zählt man dann so, immer im Kreis. Das ist also auch nicht unwichtig. So mathematisch formuliert man das natürlich in der Regel ohne Perlen, ja, sondern so, es sei n. Sie dürfen schon mal heimlich dran denken, dass das unsere gewohnten natürlichen Zahlen sind. Eine Menge und 1 sei ein Objekt in dieser Menge. Das müsste da eigentlich auch noch stehen, 1 Element n. Ferner sei f eine auf n definierte Abbildung. Oh, jetzt habe ich noch gar nicht gesagt, was Abbildungen sind. Naja, ich glaube mal, Sie haben schon mal von einer Abbildung gehört. Und wenn nicht, dann denken Sie, das ist so etwas Ähnliches wie eine Funktion, um nicht zu sagen genau dasselbe. Und für n 1 und f gilt, 1 ist Element der Menge. Ach so, deswegen habe ich das oben nicht hingeschrieben, weil das ist schon mal das erste Axiom. Ist x in der Menge, dann ist auch immer f von x in der Menge. Also dieses f, diese Abbildung, das ist die Nachfolgerfunktion. Und er sagt das so, wenn das x drin ist, dann ist auch immer sein Nachfolger drin. Wenn x Element n ist, dann ist f von x ungleich 1. Das sagt dieses, die 1 ist nicht der Nachfolger von irgendeiner Zahl, weil das f ist ja diese Nachfolgerabbildung. Sind x und y Element n und sind x und y verschieden? Das ist auch wieder sowas. Jeder normale Mensch sagt, ja, wenn da x und y steht, dann sind die eh verschieden. Na, in der Mathematik muss man das dazu sagen. Also x und y könnten ja auch gleich sein. Ich meine, der Informatiker denkt eh, ja, x und y könnten ja mit derselben Zahl belegt sein. Ne? Und genau das ist das auch. Deswegen muss man das schreiben. X und y sind verschieden, das heißt, sie sind mit verschiedenen Zahlen belegt. Dann ist auch f von x ungleich f von y. Das heißt sozusagen, eine Zahl ist nicht der Nachfolger von zwei verschiedenen Zahlen. Das gibt es nicht. Und dann wieder das Letzte, ist a eine Teilmenge von n? Also wir nehmen mal an, wir haben irgendeine Teilmenge der natürlichen Zahlen. Und wir wissen, 1 ist in dieser Teilmenge drin. Also die 1 ist schon mal in der Teilmenge drin. Und mit jedem Element, also wenn irgendein anderes Element, zum Beispiel 7 drin ist, dann ist immer auch sein Nachfolger drin. Also wir wissen, 1 ist drin und für jedes Element ist automatisch auch sein Nachfolger drin. Dann wissen wir, es ist das ist gar keine Teilmenge, keine echte Teilmenge, das sind wirklich die natürlichen Zahlen. Und das kann man sich zum Beispiel auch so mit so Dominosteinen vorstellen. Also Sie sagen sozusagen, der erste, also Sie stellen sich die natürlichen Zahlen wie so Dominosteine vor. Und wenn Sie jetzt sagen, also ich fange an damit, dass ich den Einser umkippe, ja, und ich habe sichergestellt, dass immer, wenn ein Stein umkippt, kippt auch der Stein danach um, dann gehen Sie davon aus, dass tatsächlich alle Steine umkippen. So können Sie auch das letzte Axiom formulieren. Ja. Und das ist nicht selbstverständlich. Sie kriegen dann auf dem zweiten Übungszettel eine Aufgabe, wo eine Menge drin ist, wo alle Axiome erfüllt sind, aber nicht das fünfte. Ja, also es gibt Mengen, wo alles erfüllt ist, aber gerade das ist nicht erfüllt. Aber für die natürlichen Zahlen ist das so. Und tatsächlich charakterisiert das die natürlichen Zahlen. Also man kann sagen, jede Menge, die das erfüllt, ist nur die natürlichen Zahlen anders angemalt. Zum Beispiel, wenn Sie als Nachfolgerfunktion auf den natürlichen Zahlen plus 2 nehmen würden, also Sie fangen bei 1 an und dann ist der Nachfolger von der 1 heißt jetzt 3 und der Nachfolger von der 3 heißt jetzt 5, dann kann man sich schnell überlegen, dass all diese Bedingungen immer noch gelten, die da unten stehen. Und dann hätten Sie die Zahlen 1, 3, 5, 7, 9. Ja, aber ist das eine andere Menge als die natürlichen Zahlen? Da haben Sie ja eigentlich nur jede Zahl anders angemalt. Also die 1 heißt immer noch 1, die 2 heißt jetzt 3, die 3 heißt jetzt 5 und so weiter. Und das nennt man auch Isomorphie. Also bis auf Isomorphie gibt es nur die natürlichen Zahlen, die diese Axiome erfüllen. Sie können sich andere Mengen konstruieren, aber dann haben Sie einfach nur die natürlichen Zahlen anders angemalt. Das ist so eine Vorstellung für Isomorphie. Kriegen zumindest die Leute im Lehramt sicher später nochmal die Isomorphie. Ja, auch Sie kriegen das auch in der Analysis und so, da haben Sie auch Isomorphie. Was ist der Sinn und Zweck von so Axiomensystemen? Ah, wenn ich das wüsste. Vor 10 Jahren habe ich mal gedacht, ich wüsste das. Na, also manche Leute glauben ja, in der Mathematik könnte man alles beweisen. Geht aber nicht.
Man muss immer bei was anfangen. Wir werden später sehen in dem Bereich Logik, man muss immer schon eine wahre Aussage haben, aus der man irgendwas folgert. Und jetzt geht man immer wieder zurück. Ne? Das ist so ein bisschen wie Henne-Ei. Irgendwo müssen Sie ja mal anfangen, dass Sie irgendwas glauben, von dem Sie dann was weiter ableiten. Weil die Mathematik zeigt eigentlich nicht die Wahrheit von Aussagen. Die Mathematik zeigt immer die Wahrheit von Schlüssen. Also die zeigt Implikationen im Wesentlichen. Wenn A, dann B. Und die Richtigkeit der Implikation wird gezeigt. Sie müssen aber schon wissen, dass die Prämisse, also dass dieses A wahr ist. Und dann können Sie sagen, A ist wahr und ich weiß, wenn A, dann B. So, das heißt aber, dass das A wahr ist. Das können Sie, also irgendein erstes A muss es ja mal geben. Und das, was man in die Axiome schreibt, sind diese ganzen ersten A's. So, und dann gibt es verschiedene Kriterien dafür, wie man so ein Axiomensystem schreibt. Man kann versuchen, das möglichst minimal zu machen. Das liegt nahe, also man will möglichst wenig glauben und möglichst viel zeigen. Also das Minimalität ist eine Bedingung, ist aber nicht die einzige. Es soll auch so sein, dass man quasi alle Aussagen, die man so kennt, dann tatsächlich damit beweisen kann. Also soll es vollständig sein. So, und dann gibt es aber noch so Zusatzbedingungen, wie das soll irgendwie handhabbar sein und so. Und dann weicht man manchmal von der Minimalität ab. Und außerdem gab es dann auch diesen Unvollständigkeitssatz, dass jedes System, was so kompliziert ist wie die natürlichen Zahlen, da gibt es Aussagen, die auf Basis des Axiomensystems nicht entscheidbar sind, bei denen man also gar nicht zeigen kann, ob sie wahr oder falsch sind. Das nennt man auch die Grundlagenkrise. So, die Lehramtsleute lernen das später mal in Philosophie der Mathematik. Da bespricht man solche Sachen. Und die anderen wundern sich. So, wie macht man jetzt die Rechenoperation? Zumindest die Peano-Addition können wir uns noch anschauen, da endet das ganz nett. Ja, sehr umständlich. Wir müssen jetzt alles zurückführen auf die Nachfolgeroperation. Also Sie wissen ja nicht, wie Sie addieren, aber Sie wissen, wie Sie Nachfolger bestimmen. Und das macht man so, x plus 1 definiere ich mal als den Nachfolger von x. Und dann sage ich, die Summe von x plus den Nachfolger von y, da steht da, also die Summe von x plus der Nachfolger von y, ist der Nachfolger von x plus y. Ist völlig unverständlich, was das soll. Das versteht man überhaupt nicht. Und ist sich auch nicht klar, dass das funktioniert. Aber im Grunde genommen steht da, nimm die x-te Perle und jetzt wird durch Weiterzählen der Nachfolger bestimmt. So, und das schauen wir uns noch an. Also zum Beispiel 2 plus 3. Ja, kann ich eigentlich nicht sagen, was das ist. Aber fangen wir halt an mit 2 plus 1. Ah, jetzt steht schon alles da. Ach. So, 2 plus 1, wie geht das? Da gucke ich im ersten nach und sage, 2 plus 1 weiß ich, da steht, ist gleich der Nachfolger von 2, der Nachfolger von 2 ist 3. Die Nachfolgerfunktion kenne ich ja, hatte ich vorausgesetzt. Also ich weiß von jeder Zahl, was der Nachfolger ist. So, also ist das 3. Jetzt geht es ins zweite rein. 2 plus 2, ja, das funktioniert nicht, also gucke ich in das zweite. 2 plus 2 muss ich jetzt übersetzen. 2 schreibe ich als Nachfolger von 1. Also schreibe ich 2 plus Nachfolger von 1, weil ich weiß ja, 2 ist der Nachfolger von 1. Das ist das Erste, was da steht. Und jetzt forme ich das mit dem Zweiten einfach um und sage, aha, das ist also der Nachfolger von 2 plus 1. So, und jetzt kann ich aber die erste Gleichung benutzen, in der steht ja schon drin, was 2 plus 1 ist, nämlich 3. Und das schreibe ich da jetzt rein, also f von 2 plus 1. 2 plus 1 ist 3. Und jetzt muss ich f von 3 bestimmen. Ist wieder leicht, weil Nachfolger kenne ich. Ist 4. Und jetzt geht das so weiter. 2 plus 3 ist 2 plus der Nachfolger von 2. Ist gleich f von 2 plus 2. 2 plus 2 steht die Zeile da drüber. Kann ich eintragen. F Nachfolger von 4 bestimmen ist 5. Und das kann man auch tatsächlich machen. So, wie funktioniert das hier? Also ich schreibe da immer hin. Erstmal a plus 1 ist gleich der Nachfolger von a. Also wenn es 1 ist, ist es leicht. A plus 1 ist gleich der Nachfolger von 1 ist gleich a plus 1. So, dann bin ich unter Umständen schon fertig. Wenn aber das b kleiner als 1 ist, bin ich dann fertig. Dann schreibe ich nur noch mal a plus 1 hin. Wenn das nicht so ist, dann setze ich mal n ist gleich 2. Und solange n kleiner als das b ist, also als der zweite Summand, so lange mache ich jetzt genau diese Ersetzung, die ich Ihnen da vorhin hingeschrieben habe. So, und jetzt so wieder, welchen Fall hatte ich da oben stehen? Irgendwie 3 plus 2, nee, 2 plus 3, ne? 2 plus 3, nur um zu sehen, dass das auch tatsächlich das ist. So, also 2 plus 1 ist gleich f von 2 ist gleich 3. Das ist
da ist er noch in dieser Schleife und jetzt geht er in die nächste Schleife, da schreibt er A plus N, das N ist 2, A plus N ist 2 plus 2 und dann sehen Sie, dahinter ist auch dieses F plus und dann N minus 1. Ja? Also 2 ist der Nachfolger, 2 ist mein N, 2 ist der Nachfolger von N minus 1 und so geht das weiter. Das schreibt man immer durch. Jetzt ahnen Sie vielleicht schon, was die nächste Programmieraufgabe sein könnte. Fast genauso ist die Multiplikation definiert. Kommutativität zu beweisen wäre lästig, da brauchen wir zwei Induktionen. Das machen wir nicht. Außerdem haben wir ja noch keine Induktion, Glück gehabt. Das war die Peano-Addition. Und das ist die Multiplikation, die funktioniert so ähnlich. Da sagt man x mal 1 ist gleich x. Und x mal der Nachfolger einer Zahl ist x mal die Zahl plus x. Ja, das ist auch was Kinder so kennenlernen, wenn sie die Multiplikation einführen in der Volksschule, funktioniert das genauso. Also wenn Sie da sagen 3 mal 4, jetzt kommt das Beispiel, was Sie nicht in der Volksschule bringen, heißt, der Papa geht 3 mal in den Keller und holt 4 Flaschen Bier. Ne? Das ist 3 mal 4. Oder die Mama, damit es gendergerecht ist. So. Also geht dreimal in den Keller und holt 4 Flaschen Bier. Und das kann man sich vorstellen so, dass man sagt, das ist 4, die er beim ersten Mal holt, plus 4, die er beim zweiten Mal holt, plus 4, die er beim dritten Mal holt. Und eigentlich ist letztlich genauso hier die Multiplikation definiert, als wiederholtes Addieren desselben Summanden. So, in der Schule machen sie das natürlich mit, das Kind geht in die Bibliothek und leiht dreimal hintereinander 4 Bücher aus. So, das hat zwar mit der Lebensrealität von weniger Schülern was zu tun, ist aber deutlich politisch korrekter. So, und damit mit diesem schlechten Gag beschließen wir dann für heute die Lehrveranstaltung. Nächstes Mal haben wir dann Übung. Ne, denken Sie dran, bis 12 sollen Sie, glaube ich, die Sachen gekreuzt haben, weil wir ja auch an einem anderen Ort sitzen und hier noch rüberfahren müssen und so. So, und Sie müssten dann sehen, in welcher Gruppe Sie sind. Das hat, glaube ich, mit der Einteilung eh ganz gut funktioniert. Entweder hier oder halt in dem anderen Raum. Und in 2 Wochen geht es dann weiter mit der vollständigen Induktion. So.